Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Von mir gibt es heute ein Haul, ein Sammelhaul, ein Shopping-Video. Und zwar war ich im Urlaub, ich bin gerade vorhin heimgekommen, wollte euch aber schnell die Sachen noch zeigen, bevor ich die jetzt verräume. Ja, es ist von jedem was dabei, über Kleidung, Haushalt, Pflege, ja, ich zeige es euch einfach mal. Falls ihr die Shorts gesehen habt, ich habe ja so ein paar Outfits hochgeladen und das ist zum Beispiel ein Teil, was ich bei Taco entdeckt habe. Das ist so ein Kleidchen, ganz locker, luftig, in Größe 46, glaube ich, habe ich es genommen. Ja, XL. Es gefällt mir sehr gut. Ich finde die Farben so toll. Es hat so ein bisschen was von Aquarell, finde ich. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ist schön lang. Kann man auch draußen mit rumlaufen. Ein trägerloser BH wäre nicht schlecht. Hatte ich jetzt nicht dabei. Aber es geht notfalls auch ohne. Was haben wir noch hier? Ich habe noch zwei Teile vom Taco. Die habe ich gleich am Anfang mitgenommen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Und zwar sind es einfach so ganz einfache schwarze T-Shirts. Auch in Größe XL habe ich die genommen, die habe ich auch gar nicht anprobiert, weil ich die als Schlafshirts benutzen möchte für bereits vorhandene Hosen. Ja. Und da habe ich gedacht, mit dieser Bordüre, das hat mir ganz gut gefallen, so eine kleine Spitzenbordüre. Ja, ansonsten recht einfach. Ich finde, die Taco-Shirts haben eine schöne Größe. Die sind irgendwie nicht zu weit, aber auch nicht so eng. Also ich fand die immer ganz optimal und auch diesmal gefällt es mir wieder ganz gut. Ich habe sie schon anprobiert natürlich, aber die müssen jetzt erstmal in die Wäsche. So, was haben wir hier noch? Ich habe gleich nochmal zwei Klamotten. Einmal das Blüschen, das habt ihr auch gesehen bei meinen Outfits. Schaut gerne nochmal in den Shorts vorbei und schreibt mir vor allem auch, ob ihr Interesse habt, dass ich sowas öfter mal mache. Das ist halt sehr knittrig, ne? Das ist Viskose, glaube ich. Und das war leider schon ziemlich verknittert. Ja, 100% Viskose. Aber ich fand den Stil so schön, so ein bisschen boho-mäßig mit der Bordüre hier vorne runter. Und dann auch die Ärmel, die sind so ein bisschen flatterig. Weiß nicht, ja, so, ne? Die sind so ein bisschen schöner geschnitten, sag ich mal. Und gut, diesen Zipfel vorne hätte es für mich jetzt nicht gebraucht. Aber es ist mal was anderes. Und sieht gut aus zu blauen Hosen, Jeans, Shorts auch. Also hat mir auch zu den Shorts gut gefallen. Bisschen, man muss halt schon einen hautfarbenen BH drunter ziehen. Es ist so ein kleines bisschen durchsichtig, was das Weiße ja immer so hat. Aber es geht auch von der Farbe her noch. Es ist kein strahlendes Weiß, aber es ist auch kein Vanillegelb. Ich habe noch so eine schöne Bluse, die hat mir so gut gefallen. Aber die war so vanillig, das geht bei mir nicht. Da bin ich zu kühl dafür und ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich finde die klasse. Und ich glaube, das letzte Kleidungsstück, mal sehen, ob wir noch was finden. Ich habe noch so ein T-Shirt entdeckt, das habe ich auch nicht anprobiert. Es ist mir ein bisschen groß, aber ich fand die Farbe so schön, so ein richtig schönes Zitronengelb. Ja, habe ich gedacht, das nimmst du mit, weil Zitronengelb, ehrlich, kriegt man selten. Hier in der Kamera ist es noch ein bisschen sonniger. Wie in echt ist es auf jeden Fall noch zitronige und das ist so eine Farbe, die irgendwie selten aufgelegt wird. Meistens ist es mehr so ein Sonnenblumengelb und das steht mir halt gar nicht, aber das schon. Und ja, deshalb durfte es mit. So, dann habe ich, oh, ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn gekauft? Ich glaube, bei Müller habe ich mir so zwei kleine Haarspangen mitgenommen. Die sind leider sehr klein. Ich hatte gedacht, es wäre gerade noch okay, aber es ist für mich schon sehr klein. Also mal gucken, ob ich mit denen was anfangen kann. Eins habe ich schon raus und das andere hängt noch an dem Ding. Und wenn ihr Krach hört, der Rudi fängt eine Fliege an der Tür. Und das hört man. Das ist ein Knaller, echt. Dann war ich beim... Ach. Wo habe ich das denn gekauft? Ich glaube bei Action. Also die Sachen sind durcheinander. Das war hier vom Edeka, also Marktkauf. Dann habe ich NKD und die anderen Sachen waren von Taco. Das hatte ich ja schon gesagt. The Beauty Department ist, glaube ich, Action. Ne? Das sind solche kleinen Spot Patches.
Und ja, ich finde die okay. Die haben auf jeden Fall ganz gut geholfen. Ich habe so ein bisschen Probleme gehabt. Ich hatte hier so einen richtig schönen dicken Pickel. Keine Ahnung, was mit dem Ding los war, warum der jetzt ausgerechnet kommen musste. Das ist ja immer so, ne? Wenn man im Urlaub ist, hat nichts dabei, was hilft. Auf jeden Fall war ich auch noch mal beim Rossmann. Also ihr seht, ich war in einer richtigen Einkaufsecke gelandet. Das war ein bisschen schwierig, ne? Also, aber ich finde es ja toll. Bei uns gibt es ja nichts. Isana. Und da habe ich dieses Ballonserum mitgenommen, Panthenol und Squalan. Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal verwendet. Ich finde es super, muss ich sagen. Also so auf den ersten Blick ist es wirklich schön entspannend für die Haut. Ich hatte mal so Balance-Ampullen und deshalb habe ich mir das auch mitgenommen. Sonst hätte ich vielleicht auf ein Angebot gewartet, aber die Ampullen fand ich so toll und die gibt es leider nicht mehr. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das das Gleiche, nur in Flasche. Und ja, ich finde es auf jeden Fall erstmal so okay. Ich kann noch nicht viel drüber sagen, aber ich habe es jetzt 3 Tage ungefähr verwendet und fand es okay. Vom Müller habe ich von Cadiavera eine Augencreme mitgenommen. Und zwar so eine Augencreme Roll-On. Das ist so ähnlich wie von Balea, nur das Balea-Ding, das mag ich überhaupt nicht. Hier habe ich die mitgenommen, weil meine Augencreme, die ist irgendwie aus dem Adventskalender gewesen. Also so eine kleine, ne? Die habe ich extra für den Urlaub mitgenommen. Und die ist so trocken gewesen, dass die bei mir weiße Schlieren hinterlassen hat. Also das geht nicht. Die ist zu trocken. Die kann ich für, keine Ahnung, vielleicht für die Hände verwenden. Und da habe ich mir eine Creme geholt. Beim Müller wollte ich mir eine holen und da habe ich die eben gesehen, weil es die Eigenmarke war. Die war recht günstig und Hydro ist immer gut. Finde ich sehr schön, muss ich sagen. Sehr angenehm, auch die Art des Auftragens auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Mal gucken, könnte mir vorstellen, dass ich mir die auch nochmal hole. Also eine schöne Sache. So, habe ich hier noch was. NKD habe ich mir so eine Bandage fürs Knie mitgenommen. Ich habe da schon öfter mal Schwierigkeiten in der Zwischenzeit. Ich habe X-Beine so ein bisschen und irgendwie merke ich das an der Kniescheibe. Body and Soul Inner Love Handseife. Ich habe die schon mal gehabt. Die hatte ich damals mitbestellt und fand die so toll. Und jetzt habe ich davor gestanden bei unserem Müller. Ich weiß nicht, an was es liegt, aber Body and Soul gibt es bei uns nicht. Also habe ich noch nie entdeckt. Und ja, da durfte die Seife wieder mit, weil ich die so klasse fand. Der Duft war richtig toll. Und da ist noch was. Was haben wir hier noch? Und einmal Frosch. Ein Flecken- und Vorwaschspray wie Gallseife. Das kennt ihr wahrscheinlich aus meinen Favoriten schon. So ein Oldtime-Favorite. Habe ich immer, finde ich richtig klasse. Und da habe ich die eine Tasche schon mal leer. Kann ich morgen gleich oder später noch gleich das Waschen anfangen, ne? Falls ich sonst nichts zu tun hätte. Dann waren wir beim Lidl. Da habe ich dieses Teil hier mitgenommen. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe mir gedacht, ich möchte das gerne so ausprobieren für die Fugen. Das ist batteriebetrieben und soll praktisch die Fugen reinigen. Und ich habe es auch ausprobiert, ob es geht. Und ich finde, es könnte ein bisschen mehr Schmackes dahinter sein. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Aber vielleicht liegt es auch einfach. Ja, keine Ahnung. Es ist halt auch kein teures Gerät gewesen. Wahrscheinlich kann das auch nicht so viel Leistung bringen. Aber wir schauen mal, ob sich's bewährt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon länger so eine Reinigungsbürste gesucht und da bin ich halt jetzt quasi drüber gefallen. Ja, dann habe ich noch ein Kleidungsstück, habe ich im Edeka im Marktkauf mitgenommen. Und zwar haben die so Shorts gehabt, vorwiegend Adidas, aber auch Puma war dabei, habe ich meinem Sohn mitgebracht. Ich hatte noch eine Adidas, die ist aber schon beim Empfängen. Und der ist jetzt gerade im Urlaub, deshalb muss er drauf warten. Dann habe ich mich so gefreut im Marktkauf. Es gab japanisches Kirschblütenfest von Teekanne. Bei uns gibt es den nicht mehr, nirgends. Es ist überall raus. Ich weiß nicht, an was es liegt. Das war jahrelang mein Lieblingstee. Und ich habe mir 8 Packungen mitgenommen. Die halten summa summarum vielleicht 10 Wochen, wenn ich Glück habe. Vielleicht auch nur 8. Also ich bin wirklich froh, dass ich die entdeckt habe, weil ich habe mir überlegt gehabt, ob ich mir die noch mal irgendwie bestelle, weil ich weiß nicht, wo ich sonst drankommen sollte. Dann hatten wir einen Bäcker Schneider, nee, Schmidt, Bäckerei Schmidt,
hieß die. Die haben solche Bärchen verkauft. Sind die nicht süß? Und da hat mein Mann sich einen Himbeer mitgenommen. Und für mich gab es einen Heidelbeer. Ich fand die so total goldig. Sind jetzt nicht so günstig, aber die Gläser sind halt auch geil. Also die werde ich auf jeden Fall irgendwie verwenden. Und im Marktkauf habe ich dann auch noch von Darf das Go Fresh Maracuja, also Passionsfrucht, entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich das nicht schon mal irgendwann hatte, vor einiger Zeit. Aber jetzt hat mir es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich habe es mir dort geholt und habe es schon jetzt verwendet, die 14 Tage. Und dann habe ich mir noch eins vorsorglich mit heimgenommen, weil es bei uns das nicht gibt. Genau. Und das ist die zweite Tasche. Ihr seht, aber es durfte echt viel mit. Schäme mich ganz. Dann war er ja im Action. Und da habe ich was entdeckt. Und zwar so ganz, so schön feste Spannbetttücher. 180 x 2 Meter. Da habe ich zwei Stück mitgenommen, zweimal grau natürlich für das große Bett. Die sind halt einfach fest, so eine Art Leinen. Die Katze ist hinter euch. Ich hoffe, sie schmeißt mir jetzt nichts um hier. Stella, nein. Moment. Hallo. Oh, sag mal hallo. Nein, heute nicht. Heute nicht. Oh, okay, Stella. Habe ich gerade entfusselt. Na gut, ich bin wieder hier. Also zweimal Leinen, so eine Art Leinenstoff. Und die sind halt schon fest, wenn die Katzen drüber laufen. Dann passiert da halt nichts. Die machen keine Löcher rein. Das ist im Jersey echt ein Problem. Und deshalb durften die, ich freue, dass ich die entdeckt habe, 10 Euro eins. Es ist jetzt auch nicht so teuer und ist auch nicht übermäßig billig gewesen. Ne? Ich glaube, ich habe die mal eine Zeit lang bei Bonprix für 8 Euro gekauft. Und da brauche ich ja auch mehr wie eins. Also wie ein Set. Dann habe ich in der einen Stadt einen Schuhladen entdeckt. Der hatte so Sonderangebote vor der Tür stehen. Und da habe ich mir diese Slipper mitgenommen. Marco Tozzi sind das. Für 20 Euro, so rum. Also fand ich gut. Ich bin sehr gespannt. Sie sind halt sehr hell, wie sich das für mich bewährt, weil, naja, ich laufe sehr viel barfuß. Ist natürlich nicht der Renner, wenn dann die Füße so ein bisschen dreckig sind, mit so hellen Schuhen. Aber ich werde mal gucken, ob ich die nur zu bestimmten Zeiten anziehe oder so. Also keine Ahnung. Ich werde es versuchen, irgendwie zu kriegen. Dann haben wir hier noch einen Gürtel. Im Action gekauft, genau. Haben wir noch nicht ausprobiert. Sie müssen immer hinten dran. Ich weiß nicht warum. So, und das waren alle Sachen, die ich dort gekauft habe. Und eins habe ich noch bestellt in der Zeit. Und zwar über eBay Kleinanzeigen. Meine Sandalen. Wer die Shorts sieht oder gesehen hat, der hat gesehen, dass ich die Sandalen dabei hatte. Und die sind halt wirklich schon super verlatscht und ich bin auf der Suche nach passenden Schuhen, die genauso schön sind. Und da habe ich bei eBay Kleinanzeigen tatsächlich meine Sandalen entdeckt. Neu? Also es rentiert sich wirklich zu suchen. Ich lieb's, ne? Die hohen. Ja, sehr geil. Sorry für den Ausdruck. Für 20 Euro plus Porto. Und super, ich freue mich. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen schon mal so einen Fund gemacht, und zwar die Uhr. Das ist eine Uhr, die habe ich von meinem Mann mal zum Hochzeitstag gekriegt, zum 10. glaube ich, also es ist schon eine Weile her. Und mein Sohn hatte die mitgenommen für die Abi-Prüfung und hat die Uhr verloren. Und dann habe ich tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen die Uhr nochmal neu gefunden von jemandem, der die daheim liegen hatte und hat sie nicht angezogen. Also wirklich Glück gehabt und jetzt hier bei den Schuhen auch. Also ich habe mich total gefreut, dass ich die gefunden habe. Ich bin gespannt. Anprobiert habe ich sie noch gar nicht, aber es ist ja die gleiche Größe. Was soll da sein, ne? Ja, genau. Und das waren jetzt alle Sachen, die ich mir im Urlaub, um den Urlaub rum zugelegt habe.
lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr dann nicht, ne? Aber ich freue mich, dass ihr wieder da wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch als letztes so geleistet habt. Und schlagt ihr auch mal so zu, oder bin es nur ich im Urlaub? Also irgendwie sitzt da vielleicht die Kohle auch ein bisschen lockerer, ich weiß es nicht. Ein paar Masken habe ich noch gekauft, aber die habe ich jetzt hier gar nicht da. Fällt mir gerade ein. Ja, die zeige ich euch vielleicht noch extra. Gut, dann war es das jetzt von mir heute. Lasst es euch alle gut gehen und bis bald. Ciao!